Hallo. Alles gut bei euch? Wie immer. Wie immer gut. VfB hat so viel Tradition und soll diese Tradition leben. Und da sind Spieler dabei, die den VfB jahrelang geprägt haben. Und deswegen sind wir heute Abend hier zusammen. Feedback war positiv. Da möchte ich auch ein bisschen Brasilianer sein. Ja, ich habe ein gutes Gespräch mit Alex Werle und Ruven Kasper, Marketingvorstand. Und haben mir erzählt, was sie vorhaben, dass sie auch die Legenden, die ehemaligen Spieler, mehr in den Verein einbinden wollen, dass sie mich als Repräsentant auch für diese öffentliche Arbeit gerne haben wollen, weil ich eben diese Identifikation mit dem Verein habe. Kakao. Der Neuzugang aus Nürnberg bedankte sich mit dem 1:0 und machte gleichzeitig sein zweites Saisontor. Fußball kann so einfach sein. Ja, ich denke, das war unerwartet für viele, dass wir damals eine Meisterschale geholt haben, weil wir nicht unbedingt die besten Spieler, Einzelspieler hatten, aber am Ende die beste Mannschaft und alle letzte acht Spiele gewonnen und da diese Euphorie erzeugt. Ich kann mich noch erinnern, als wir da reingefahren sind mit dem Bus und die Fans alle in Weiß uns zugejubelt haben, mit der Hoffnung, dass wir es dann doch schaffen und dann zum Schluss über 200.000 Menschen haben da zugejubelt. Das war ganz besonders und natürlich auf Vereinsebene die Saison oder der Tag, wo alles veränderte. Das alles dann auch mitzuerleben, hat mich geprägt und hat mich aber auch fürs Leben dann weitergebracht. Ja, wir wollen wieder, ich als Markenbotschafter, wir wollen die Legenden wieder zusammenführen. Wir wollen die ehemaligen Spieler wieder zum VfB zusammenbringen. Deswegen ist das eine gute Angelegenheit, sich auszutauschen, mit denen zu sprechen und sie einfach für den VfB wieder zu begeistern, weil ich finde, VfB hat so viel Tradition und soll diese Tradition leben. Und da sind Spieler dabei, die den VfB jahrelang geprägt haben und deswegen sind wir heute Abend hier zusammen. Ich finde es echt klasse und ich weiß, das ist nicht selbstverständlich, ganz viele haben viele Termine, haben zum Teil auch weite Anreise, muss ich ehrlich sagen. Und ich finde es überragend, dass es uns gelungen ist, so viele von euch, von unseren Idolen, von unseren Legenden und Persönlichkeiten heute hier zusammenzubekommen. Wir haben ja vor einem halben Jahr angefangen, das Thema Legenden neu aufzubauen, mit Kakao als Speerspitze, quasi Klassensprecher. Und da haben wir gesagt, wir möchten mehrere Aktivitäten machen, um die ganzen Legenden wieder willkommen zu heißen, einen Club wieder zu bringen. Und da haben wir mehrere Maßnahmen. Alle Legenden sind zu den Spieltagen eingeladen. Wir haben unterschiedliche Events und heute haben wir einfach einen Teil der Legenden hier eingeladen, um einen wunderschönen Abend zu haben. Super Erfolg, ich hatte Spaß. War gut, gell? Ja, richtig gut. Und die haben auch alle Spaß gehabt, super. Gell? Sie waren, ja, ja. Also Feedback war positiv. Top. Egal, ob ich bei Veranstaltungen in Stuttgart oder um Stuttgart herum, war ich immer in Verbindung mit VfB gebracht worden. Und so ist es nur offiziell jetzt. Und natürlich gibt es auch mehr Veranstaltungen, mehr offiziellen Terminen von der VfB aus, aber diese Identifikation, diese Anerkennung von den Fans bzw. auch von den Unternehmen in der Region ist ja nach wie vor da
Und von daher ist es ein gutes Miteinander. Und wir hoffen, das positiv für den VfB zu gestalten. Und dann war es angenehm, das war einfach. Das war richtig schön. Ja, genau, das war richtig gut. Dann war es auch gut, dass alle dann. An einer Tafel. An einer, ja. Ja, total. Ja, ich denke, ein ganz wichtiger Wert, sage ich mal so, der Eigenschaft von Schwaben, das ist auch etwas, was ich selber gelebt habe, das ist Bodenständigkeit. Und das möchte ich vermitteln, das möchte ich leben, einfach auf Augenhöhe die Menschen begegnen. Auf jeden Fall auch zu zeigen, was wir können und wer wir sind. Und ich denke, da möchte ich auch ein bisschen Brasilianer sein und auch die Schwaben ein bisschen aus ihrer Komfortzone dann rauslocken, weil es ist eine tolle Region. Wir sind ein toller Verein, die eine schwierige Zeit durchgehen, aber mit sehr viel Tradition, mit sehr viel Potenzial. Und das möchten wir einfach positionieren. Und da möchte ich sozusagen meine brasilianische Seite einbringen.